Hi, ich bin Angelika. Ich arbeite hier im Museum Ludwig und ich entwickle das Programm für all die, die Lust haben, sich Kunst anzusehen. Die Künstlerinnen und Künstler, die wir hier im Museum zeigen, haben sich immer wieder neue Techniken für ihre Werke überlegt. Einer der Künstler, der besonders experimentierfreudig war, war Max Ernst. Hier seht ihr ein Werk von Max Ernst. Er hat es mit dem Titel »Das Blatt« versehen. Seht euch doch mal genau die Blätter an, die haben alle ganz unterschiedliche Strukturen. Und dadurch, dass Max Ernst auch Schatten unter den Blättern angedeutet hat, wirkt das Ganze so, als wenn die Blätter locker übereinander liegen würden. Ich finde, es wirkt so, als wenn Max Ernst direkt ein Stück Natur in sein Werk eingebaut hat. Wie Max Ernst es wohl gemacht hat, das erklärt euch jetzt Georg. Georg führt hier ganz viele Workshops, Atelierkurse und Führungen im Museum durch, aber er ist gleichzeitig auch Künstler. Und deswegen schalten wir nun gleich in sein Atelier, wo er die Technik der Frottage erklärt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, jetzt sind wir hier bei mir im Atelier. Mein Name ist Georg Gachtz und ich zeige euch, wie man eine Frottage selber machen kann. Dazu braucht ihr eigentlich nur einige Blatt Kopierpapier und einen Bleistift. Was ihr jetzt noch brauchen könnt, sind Buntstifte, dünne oder dicke, vielleicht auch Wachskreiden, dann einen Bastelkleber und eine Schere und eventuell farbiges Papier. Jetzt gehst du in der Wohnung auf die Suche nach Gegenständen, die eine raue Oberfläche haben. Struktur nennt man das. Ich zeige dir mal ein paar Beispiele. In der Küche habe ich eine Kuchenform gefunden, die hat eine sehr schöne Oberfläche oder diesen Untersetzer, den kann man gut benutzen. Vielleicht habt ihr auch irgendwo so eine gehäkelte Decke. Oder etwas Besonderes ist dieses Geschenkpapier, weil das solche Löcher gestanzt hat. Auf jeden Fall kann man Verpackungsmaterial benutzen, wie hier mit dieser Struktur da drin. Draußen findet ihr Blätter oder vielleicht auch altes Holz. Auf jeden Fall habt ihr eine Münze. So. Jetzt zeige ich euch, wie die Frottage funktioniert. Das Wort Frottage kommt aus dem Französischen und heißt abreiben. Ihr nehmt die Münze, legt das Papier da drauf, haltet das so fest und dann geht ihr mit dem Bleistift so darüber und reibt die Münze ab. Jetzt probiert ihr verschiedene Dinge aus. Die Gummimatte aus der Spüle. Wellpappe. Und immer dran denken, den Stift schräg zu halten. Nicht so. Oder Omas Häkeldeckchen. Da muss man etwas vorsichtiger sein, weil das weich ist. Aber auch das funktioniert sehr gut. So, jetzt die Buntstifte. Auch das geht hier, guckt mal. Die Löcher vom Sieb. Tapete in Rosa und jetzt das Stück Holz mit Wachskreide. Ich zeige euch jetzt, wie man ein Bild machen kann. Ich nehme dieses Blatt, die Unterseite nach oben, lege das Papier da drauf. Und
reibe das dann durch. Das ist ein Fantasievogel geworden. Das könnt ihr natürlich auch in Farbe machen oder einen Wald oder einen Sonnenuntergang oder ihr macht nur ein Muster, so oder so oder so. Hier seht ihr ein paar Beispiele, die in der Werkstatt des Museum Ludwig gemacht wurden. So, du hast bestimmt viele Strukturen ausprobiert und ich zeige dir jetzt, was du damit noch machen kannst. Eine Collage. Dazu nehmen wir ein farbiges Papier. Ich habe mir ein Boot ausgeschnitten. Das braucht Wasser und vielleicht eine Sonne. Fertig. So, das war's. Jetzt seid ihr dran. Viel Spaß beim Ausprobieren.